Hallo und herzlich willkommen, liebe Freunde und salvierte Spectatores, zu einem weiteren Teil von Let's Play Empire Total War mit mir, dem Tante Günther, auch bekannt als Günther Shadow. Wir sind zurück mit den mächtigen Preußen. Und ich bin gerade noch. Venedig hat noch einen Hafen da hinten, ne? Die haben außerdem noch. Das wäre mir fast entgangen. Die haben außerdem hier noch Morea. Und irgendwie, naja, das ist halt noch nicht so knorke. Okay, das gehört den Ottos. Aber das gehört halt noch Venedig. Das ist eigentlich interessant, ne? Also vielleicht segeln wir noch mit einer Armee darüber und holen uns das auch noch. Dann haben wir Venedig platt gemacht. Ob wir das machen, das weiß ich allerdings jetzt noch nicht so genau. Wir müssen auch gucken, dass wir ein bisschen Kohle sparen. Ihr seht außerdem, ich habe noch hier schon mal die Fortbildung von einigen Einheiten aktiviert. Muss das auch gerade noch mal bei ein paar anderen Armeen noch mal durchführen. Ja, minus 3 bei der öffentlichen Ordnung ist vollkommen in Ordnung. Gegebenenfalls lösen wir halt noch eine Armee auf. Ich weiß aber noch nicht genau, welche. Tja. Also zum Beispiel hier könnte man sich fast überlegen, ob man die auflöst, ne? Wie dem auch sei, ansonsten geht's uns ja gut. Ich beende mal die Runde an der Stelle. Wir haben Österreich ja blitzkriegartig, ich glaube, in einer Runde niedergeworfen und haben sie mit einer einzigen Provinz hier irgendwie zu Hause gelassen. Ja, interessiert mich nicht. Ist alles uninteressant. Wir bauen hier die Poststation. Gehst mal hier hin. Was ist denn? Hat er doch nicht vollständig verstärkt. Ja. So. Okay, pass auf. Greif mal die Armee hier an. Also tatsächlich halte ich das immer für die bessere Idee, diese Armeen manuell anzugreifen, weil die KI sonst immer abhaut, ne? Das ist total nervig. Da bleibt einfach immer alles am Leben und das können wir hier eigentlich nicht zulassen. Ich stelle ihn mal hinten auf. Kauf bitte hier hin. Jetzt mal bitte hier hin. So. Dann zeige ich mal. Hier noch dieses Fire at Will, das machen wir mal noch aus. So, dann schieß doch mal. Auf ihn schießen, bitte.
laufen wir ein bisschen schneller. Kann auch eigentlich auch echt kein Auge trocken bleiben, ne? So, ich schieß bitte nicht mehr, zumindest nicht mehr, solange unsere Einheiten da durchlaufen. Okay. Das beschleunigen wir mal gerade ein bisschen. Kannst du eigentlich mal nachrücken. So. So, dann gucken wir mal. Räumen wir da was ab? Die stehen da ja hinter der Mauer. Noch nichts getroffen. Gute Mauer. Gute Mauer. Eieieiei, das ist ja echt die Mauer des Todes. Ach mal, also wenn das kein Glück ist. Okay, also eins steht fest, wenn die Mauern da in der Normandie gestanden hätten, dann hätte es kein D-Day gegeben, würde ich mal behaupten. Dann machen wir das ein bisschen anders. Gib mal Gas. Hat noch keine einzige Einheit verloren, heftig. Ja, man sieht wieder, ne, also jetzt weiß ich, warum der Trump so eine Mauer vor Mexiko bauen will. Da kommen ja noch nicht mal Kanonenkugeln kommen hier durch, ne? Aber wobei, das hier sind preußische Mauern, ne? Also das ist, laufen wir ein bisschen näher ran. So. Den Rest darf die Kaff aufräumen.
Okay, jetzt wahrscheinlich wieder. Damals hat man sich bestimmt so einen Witz erzählt, wie viele Regimenter zu Pferde braucht man, um einen, um 10 venezianische Soldaten aufzureiben. Das klingt wie so eine Scherzfrage, ne? Also tatsächlich muss die Antwort irgendwie bei irgendwo so zwischen 120 und 250 liegen oder so. Und der ist jetzt aber auch gleich hinüber. Und dann haben wir es. Schön. Ein glorreicher Sieg. 78 Mann Verluste, das ist irgendwie viel zu viel in meinen Augen. Aber. Tja. Gut. Ich meine, das waren halt auch ein paar Mann, die der da so ins Gefecht geführt hat, ne? Darf man es auch nicht vergessen. So. Du gehst bitte hier hin. Und wir. Weiß nicht, was hat der da drin? Linie, Linie, Arti. Also wir können hier stehen bleiben, der kann doch nicht da durchlaufen, ne? Und die Flotte? Was hat er da? Ein Ostindienfahrer, aha. Belager das Ding mal bitte. Bleib mal hier und deck mir mal Mailand noch mal ein bisschen auf. Ja, da kommen wir aber auch noch gut hin. Und jetzt ist meine Überlegung. Denn meine Überlegung. Ich will mal sehen, was die Maraten da so veranstalten. Brauchen die irgendwann noch hier. Muss ich ja noch Struppis Wunsch. Granaten für Maraten. Das muss ich ja irgendwann noch wahr machen. Jo. Das haben wir dann aber bald. So, was machen wir mit den Five Rows hier? Am besten wieder hier hin, ne? Die kamen, die waren doch hier eigentlich. So ist es. Noch eine Fregatte, zwei Schaluppen. Nimmst du die wieder mit hier hoch übrigens. Und dann baust du mir bitte noch eine Fregatte 5. Klasse. Dann baust du mir noch in London oder hier in Portsmouth. Hey, guck mal hier, ich kann die Artillerie gar nicht mehr weiter ausbauen, ne? Ich brauche jetzt wieder Kohle. Ziemlich sicher. Naja, haben ja hier heftigsten Raubbau an unserer Wirtschaft getrieben, ne? Aber gut, ich meine, wir sind ja auch Preußen, ne? Das ist ja ein Problem. Das müsste uns ja bekannt sein, ne? Das Blöde ist halt wieder diese Schlacht um Venedig, die muss ich wieder automatisch machen. Weil ich halt sonst das Problem habe,
dass diese Schlacht halt irgendwann so unfassbar krass laggt, ne? So, jetzt noch einmal gerade hier. Schauen. Na, also das gute Gelände, das sehe ich irgendwie hier. So in etwa, ne? Und dann packst du mir den hier mal so zwischen rein. Wo ich die hinstelle, muss ich mal gleich noch gucken. Die Position ist auf jeden Fall nicht so gut. Lieber hier noch sowas. Okay. Geht das eigentlich hier nicht weiter? Merkwürdigerweise. Lauf du mal hier hin. Tja, aber jetzt mal ernsthaft, im Idealfall stellen wir uns hier auf den Hügel. Wisst ihr, wie ich meine? Wenn wir uns nämlich hier aufstellen. Bin allerdings nicht so glücklich. Ja, so bin ich etwas glücklicher, wenn wir die Front hier ein bisschen stärker haben. Na, wir wollen ja hier diese Anhöhe halt gerne verteidigen. Und ihr zwei, ihr müsst übrigens jetzt auch ganz schnell hier weg. Und du stellst dich am besten hier hin. Und du stellst dich am besten hier hin. So. Die Kavallerie schafft sich mal gerade hier hin
Und dann dürft ihr alle rennen und dann gebe ich mal ein bisschen mehr Geschwindigkeit. Wenn wir mal gucken, weil wir hier eine schöne erhöhte Position für die Arti ist, ist ja eigentlich optimal, ne? Mal nur ein kleines bisschen. Warte mal, stopp. Du machst irgendeinen Quatsch hier gerade. Mach so. Ich will nicht, dass die so direkt nebeneinander stellen, dann backt das manchmal so ein bisschen. So, ne, du kannst dich hier aufstellen. Falsche Taste gedrückt, aber ist nicht so wild. Witzig, dass er auf die Kaff da hinten schießt. Ach so, der hat sich noch nicht gedreht, ne? Deswegen sehe ich auch nicht die Reichweite bei ihm. Nach hinten decken wir mal mit der Kavallerie ab. Das ist nicht die schönste Lösung, aber die funktioniert. Ja. Beschieß bitte die Infanterieregimenter. Du schießt jetzt bitte auch auf die Regimenter hier vorne. Das ist mir zu heikel, was der da veranstaltet. Die Wahrscheinlichkeit, eigene Truppen da zu treffen, ist dabei einfach zu groß. Sehr schöner Treffer auch hier wieder. Tatsächlich ist es wirklich sehr effektiv gegen Kavallerie. Nehmen wir das Feuern und Vorrücken. Das hat jetzt hier irgendwie keinen Effekt gezeitigt. Hier auf ihn schießen. Das ist eine komische Artilleriepositionierung. Das ist echt eine komische Arti-Positionierung. Die müssen wir nochmal auflösen. Oh, guck mal da. Da hat er mich doch tatsächlich hier gecharged, der Segel. Schieße noch mal einmal hier vorne drauf. So, und du stelle ich jetzt nochmal neu hier hin. Und du schießt jetzt mal hier hin. Ich zähle mal gerade. Also 106 haben wir momentan hier stehen.
Er schießt ja eigentlich auf die Einheit hier, ne? Aber er hat auf die Pferdchen geschossen, ne? Ich drücke immer die falsche Taste. Er trifft, glaube ich, obwohl er es eigentlich nicht sollte. Naja gut, der Winkel ist recht flach, ne? Der Winkel ist recht flach. Ich sollte besser auf die Einheit schießen. Da ist der Winkel ein bisschen besser. Ne, ich schieße auf ihn hier. Ich werde, glaube ich, nicht diese Defensivposition hier aufgeben. Das kannst du jetzt echt nicht ernst meinen, ne? Der ist halt hier reingeritten und hat tatsächlich jetzt die Arti erwischt, oder was? Ich hasse dich, Spiel. Ich hasse dich einfach nur. Das ist so blöd. Und schau euch das an, die Linie hier, die war mal ein bisschen dicker. Der ist runter auf 24 Mann. Das muss doch irgendwie an Kollateralschäden gelegen haben, oder? Jetzt bitte da raus. Aus irgendeinem Grund schlachtet er dich komplett ab, weil meine ganze Infanterie hier fehlt. Die flüchtet auch. Okay, also logische Erklärung, die ich jetzt nur habe für mich, ist es muss die eigene Arti gewesen sein. Ich gucke mir das gleich nochmal in der Wiederholung an. Lauft ihr bitte hier hin? Weil ich meine, schau ich das an, da ist meine... Da ist meine Einheit komplett weggebrochen, ne? Ich würde jetzt mal einfach behaupten, das lag jetzt nicht an der direkten Angriffswirkung des Feindes. Was ist denn jetzt mit dir los? Ist der da reingejolot? Schon von hinten mit der Kavallerie, bitte. Er hat noch irgendwo... Ey, diese Dreckssteuerung, ne? Okay, gut, also, wo hat er denn noch Kavallerieregimenter? Da hinten, ich weiß jetzt nicht, ob die wiederkommen. Lauf mal in die Richtung. Stell du dich mal hier auf. Ich habe ja noch ein Kavallerieregiment da hinten, das vorhin seine Arti angegriffen hat. Ich hoffe, ich habe es erwischt. Ich meine, wir kämpfen gerade gegen eine große Armee. Die Verluste sind auf jeden Fall irgendwie hinnehmbar. Tatsächlich wird er ja nach, also wenn wir das Ding hier gewinnen, dann wird er danach nicht mehr viel übrig haben. Wir müssen aber halt verhindern, dass der noch mehr Salven mit seiner Linie da in uns reinfeuert, ne? Gibt ihm natürlich wieder die Möglichkeit, hier mit Einheiten ins Gefecht zurückzukommen, die eigentlich schon verloren sein müssten, ne? Aber das geht nicht. Die Linie jagt uns sonst zu heftig. Kannst du eigentlich wieder an deine Kanönchen dran? Lauf mal hier hin.
Ich weiß nicht genau, ich muss mir das in der Wiederholung angucken, was da drüben passiert ist. Da ist die Arti und da ist auch noch Arti. Okay. Eigentlich besser, sowas natürlich mit Kavallerie zu machen. Aber manchmal hast du die Möglichkeiten ja auch nicht. Deswegen kommen wir jetzt mal zurück mit der Kaff. Klar, senst er nochmal eine Kartätschenladung rein. Oder zwei. Weil man natürlich sagen muss, im Wald müsste man dafür natürlich entsprechende Abzüge bekommen, weil das ist ja natürlich nicht so genau, ne? Und hier im Wald dann da rumzuballern. Na, da kann ja da nicht sein, aber warten wir mal ab. Die Art hier auch ein bisschen übertrieben. Auf die eigenen Leute geschossen. Hält sich aber noch in Grenzen. Was ist denn mit dir? Den kann ich, glaube ich, nicht mehr aufprotzen, ne? Okay, die Art hier schießt immer noch da rein. Sag mal, was sagst du denen denn halt auch, ne? Naja. Gucken wir mal, vielleicht erwischen wir noch ein bisschen mehr. Es ärgert mich halt wieder so, dass dass die KI halt einfach nur so ihre Truppen da rein jolot, ne? Da sind auf jeden Fall viele tote Preußen dabei. Da sind auf jeden Fall viele tote Venezianer dabei. Wie man an den... Ach shit, jetzt habe ich die... Jetzt habe ich das nicht gespeichert, ne? Damn it. Ich wollte es eigentlich ja speichern, ne? Das sind auf jeden Fall zu hohe Verluste. Für 1400 Mann haben wir zu hohe Verluste gehabt. Meinst du jetzt nicht ernst, ne? Ich kann den abfangen. Klar, warum nicht? Wir haben sowieso zu viel Truppen. Wir können eine Armee können wir auflösen. Spiel, komm. Jetzt lass mich mal die Einheiten wieder steuern. Okay.
Lass mich raten. Ja, okay, gut. Da sind so ein paar Steine, deswegen kannst du da deine Truppen nicht hinstellen. Das ist alles Kaff. Okay. Also wenn ich das richtig sehe, kann hier hinten nichts langkommen, ne? Weil hier ist alles, seht ihr das, ne? Das ist alles so eine Steinwand. Ne? So sieht das für mich gerade aus. So. Wir positionieren erstmal die Kavallerie. Charge ihn mal. Ja, ich schieße dann mit der Arti drauf, ne? Das kann halt auch nur die KI, die halt keinen Kollateral-Damage bekommt. Jo, ist klar. Er hat mit 20 Einheiten Regiment zu Pferde, hat er gerade 3 Kavallerieeinheiten in die Flucht geschlagen. Geil. Mach halt, ey. Hat halt auch einen super Artillerietreffer gelandet, ne? Aber ey, ohne Witz, das ist halt einfach nur schwachsinnig und lame. Schieß doch da drauf, Alter. Schießen weg.
Naja, komm, jetzt machen wir es unschön. Ah, du kannst gar nicht ins Curry gehen, okay. Halleluja. Komm, mach die Arti weg. Oder das ist einfach so doof, weißt du, ne? Lässt sich auf ein Kavallerie-Duell mit der KI ein, hast du halt nie eine Chance, bla 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 bla. Witzig, dass der immer noch schießt, obwohl die schon out of range sind, ne? Egal, die Arti will ich noch down kriegen und dann ist gut. Also eigentlich, ne, so ist die, eigentlich muss man die Taktik halt immer identisch fahren, ne? Du wartest ab, bis er, ich weiß, was du vorhast, du läufst jetzt in die Feuerreichweite meiner Linie rein, damit du meinen General über Friendly Fire killen kannst. So war jetzt mal meine Vermutung auf jeden Fall. Genau, also, ja, man stellt sich halt defensiv auf, lässt die gegnerischen Einheiten anstürmen, die YOLOen sich halt weg und dann, ja, kann man den Rest halt aufwischen, ne? Das ist halt nervig, weil die, ja, der Gegner mit seiner Kavallerie in der Regel halt immer viel zu stark ist. Und du kannst selber mit deiner Kavallerie nicht gegen gegnerische Kavallerie gewinnen, weil man keine direkten 1:1 Duelle gegen die KI auf diesen sehr hohen Schwierigkeitsgraden gewinnen kann. Das ist leider bei allen Spielen seit Empire ist das halt so. Zumindest bei Rome 1 oder sowas, wenn du eine normale Einheit Bogenschützen hast, die dein Gegner hat, und du selbst hast eine Einheit Kreter Bogenschützen, hattest du noch eine realistische Chance damit. Oder dein Gegner hat Kreter Bogenschützen und du hast Balearen Steinschleuderer, dann hast du auch noch eine realistische Chance damit, ein 1-gegen-1 Duell zu gewinnen. Das geht aber bei Empire eigentlich schon fast nicht mehr. Also da gewinnt im direkten 1:1 Vergleich halt theoretisch kann die KI mit einer Miliz gegen deine Linie gewinnen. Das ist kein Witz. Also das passiert wirklich so. Und das reicht mir jetzt, ey. Hör doch auf mit dieser Scheiße. Gott, ist ein Krieger. Halt die Fresse, ey. Was für ein Müll. Ohne Witz, ey. Also, Junge, 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 da werde ich aber echt salzig hier. Wenn deine Einheiten das nicht mal gebacken kriegen. Rebellion in Österreich. Wo? Österreichische Rebellen. So, weg ist er. Das waren die österreichischen Rebellen. So, welche Einheit fehlt denn jetzt hier in der Armee? Ein Regiment zu Pferde. Das ist aber vielleicht auch gar nicht so verkehrt. Ich löse die bald auf. Was haben wir hier? Eigenschaften erhalten. Zahlmeister, dummer Neffe, plus 2 Moral in Gefechten. Wie wäre es mit dummer Gönner, plus 2 Moral in Gefechten? Militärtechnologie, verkürzte Karabine. Das sind die infiltrierenden Spione. Lass mal das Freudenhaus nochmal weg und baue hier diesen Gouverneur-Gedöns da aus.
Ich glaube, du bist am schnellsten hier im Hafen angekommen. In Depeschen erwähnt. Plus eins auf moralen Gefechten, okay. Gut. Noch ein Quicksave. Eine Autoschlacht. Eine Eroberung. Und und. Pass auf das Regiment zu Pferde. Das kannst du auf jeden Fall hier reinpacken. Rekrutierung machen wir dann nachher. Okay, das ist eine reguläre österreichische Armee. Gut, ich meine, das ist jetzt halt momentan natürlich auch teuer, weil wir so viele Einheiten fortbilden mussten, ne? Und weil wir so viele Armeen jetzt momentan haben. Hier rüber. Minus 1, echt jetzt? Bloß ins Moral, Moral, Moral. Stein eigentlich auch erheben, ne? Ist eigentlich unerheblich. Gut, alles klar. Sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dann, sag ich mach's gut und Pax vobiscum valete. Achso, historische Hintergrundinfos gibt's noch, ne? Werfen wir doch heute nochmal einen Blick darauf. Oh, vielleicht soll ich mal mein Mausprofil umstellen, damit ich wieder scrollen kann. Werfen wir doch heute nochmal einen Blick auf die Veränderungen in der preußischen Gesellschaft, darauf, wie sich Berlin verändert hat, darauf, was sich sonst noch so im Land verändert hat zur Zeit Friedrichs II. Das erste Bemerkenswerte ist sicherlich erstmal ein demografischer Faktor, das große Bevölkerungswachstum in Berlin. Berlin hat im Jahr 1770 ungefähr 100.000 Einwohner und wird damit eine richtige Großstadt. Das ist bemerkenswert. Viele Leute arbeiten in Textilmanufakturen und viele Leute ziehen eben nach Berlin, die sogenannten Neuberliner. Außerdem wird in Berlin die Garnison verstärkt. Das ist so ein Prozess, der sich am Anfang eigentlich gar nicht so bemerkbar abgespielt hat, aber man geht davon aus, dass ungefähr Mitte der 1780er Jahre die Zahl der Garnison auf 33.000 Personen, natürlich mit Ehefrauen und Familie und so, der Soldaten, ne, das zählt man da mit dazu, aber dass die Zahl der Garnison auf 33.000 Mann aufgestockt wurde. Das heißt, wir haben in dieser Stadt eine ständige Militärpräsenz. Das fängt damit an, dass das preußische Militär in der Stadt konsequent sichtbar wird. Auf der anderen Seite ist es aber nicht mehr so präsent im Alltag der Leute an einer anderen Stelle, denn das Kasernenwesen wird ja in Preußen eingeführt und das führt dazu, dass die Soldaten im Stadtbild präsent sind, aber in erster Linie erstmal durch die Kaserne, in der sie einquartiert werden, wo sie sich befinden. Das ist ja eben eine ganz wichtige Neuerung, denn vorher wurden die Soldaten ja immer,
bei den Bürgern einquartiert. Und diese Einquartierung war immer eine große Belastung für die in der Stadt lebenden Bürger. Und das hat sich damit also deutlich verbessert, das kann man sicherlich sagen. Aber ich finde hier ganz bemerkenswert, dass das Militär schon ständig präsent sein wird in dieser Zeit. Oder zumindest, dass das Militär eine ganz wichtige Präsenzrolle in Berlin spielt. Das ist ja auch was Kennzeichnendes für den preußischen Staat, wie er eben entsteht zu dieser Zeit. Oder wie er sich weiter manifestiert in dieser Zeit. Ja, zugleich bilden sich intellektuelle Kreise um den Buchhändler Friedrich Nicolai, ein Kreis von Beamten, Wissenschaftlern und Künstlern, die das aufgeklärte Denken in Preußen verbreiten möchten, ne, so 1750er Jahre. Das Freimaurerwesen, da haben wir ja schon mal drüber gesprochen, dem auch Friedrich II. Schon eben in seiner Jugendzeit beitritt. Das breitet sich aus. Es entwickeln sich Lese- und Salongesellschaften, wo auch im Beisein von Frauen über Literatur diskutiert wird und Dichtung in deutscher Sprache kultiviert wird. Das ist sicherlich auch was ganz Bemerkenswertes, weil das ja tatsächlich Entwicklungen sind, die später zum Entstehen einer bürgerlichen Öffentlichkeit beitragen. In der Zeit würde ich sagen, ist es aber vielleicht noch ein bisschen arg früh. Da kann man das noch nicht so annehmen. Ne? Und dann, neben dem intellektuellen Zentrum Berlin, dürfen wir natürlich auch nicht Königsberg vergessen. Die Stadt, in der Immanuel Kant 1770 zum Professor ernannt wird. Immanuel Kant, ja, der Zeit seines Lebens wohl nie aus Königsberg rausgekommen ist, ne? Das ist immer so ein ganz witziges Fun-Fact über ihn. Er soll ja nie aus Königsberg irgendwie rausgekommen sein. Gleichzeitig fordert er aber den Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmündigkeit, ne? Naja. Das ist ja sehr bezeichnend, dieser Satz. Für die Aufklärung sapere aude, ne? Man soll lernen, sich seines Verstandes zu bedienen. Und wir haben damit also zwei sehr wichtige Gestalten, die diesem preußischen Staat in der Zeit Friedrichs II. Ein ganz besonderes Gepräge geben, nämlich erstmal Friedrich II. Selbst, der sich ja als Philosophenkönig profilieren möchte. Und dann natürlich aber auch eben Immanuel Kant, der einer der einflussreichsten Philosophen aller Zeiten sicherlich ist und der eben eine ganz besonders nüchterne Art zu denken eben kultiviert und an den Tag legt, was sicherlich auch so ein bisschen immer auf Friedrich übertragen wird, ob er da wirklich so im Alltag von beeinflusst gewesen ist, das sei jetzt mal dahingestellt, ne? Aber tatsächlich hat man diese Denkstrukturen hat man ein bisschen auf Friedrich übertragen, möchte ich vielleicht mal sagen. Es ist damit auf jeden Fall dieses Bild des aufgeklärten preußischen Staates, also es ist dem Bild des aufgeklärten preußischen Staates zuträglich gewesen, kann man sicherlich sagen. Wobei natürlich, das mit der Tatsache müssen wir einfach ins Auge sehen, dieser Begriff des aufgeklärten Absolutismus, das ist ja eine Contradictio in adjecto, der widerspricht, das ist ja ein Widerspruch in sich selbst, ne? Also das ist ein absolutistischer Staat, kann nicht ein aufgeklärter Staat sein, weil einfach der Monarch über allem steht. Und das ist vielleicht auch tatsächlich so eine ganz entscheidende Stellschraube, wenn es darum geht, welchen Stellenwert hatte denn die, in Anführungszeichen, gemeine Bevölkerung in Preußen zu dieser Zeit. Friedrich selbst hat ja sich als ersten Diener seines Staates auch bezeichnet. Aber das ist tatsächlich nicht, das zeugt jetzt nicht von einem revolutionären monarchischen Selbstverständnis. Das ist eher ein Lippenbekenntnis, was tatsächlich auch zur Kultivierung seiner historischen Tiefenwirkung eben herangezogen wird oder wie er sich das, eine Auszeichnung, die er sich gerne selbst verliehen hat. Denn tatsächlich sehen alle Monarchen in dieser Zeit ihre Bürger als Untertanen und die Staaten als ihren Gestaltungsspielraum, ihren hoheitlichen Gestaltungsspielraum. Es gibt einfach nichts, was an den Monarchen vorbei kann in dieser Zeit, ne? Insofern ist das also, das ist alles andere als aufgeklärt. Und es ist auch alles andere als ein Diener seines Staates zu sein. Trotzdem sollte man vielleicht nicht vergessen, wenn wir mal auf die Reform des Justizwesens gucken, dass Friedrich sich auch immer wieder mal für die einfache Bevölkerung eingesetzt hat. Also da gibt es einen Fall von einem Müller, der gegen ein
Grundbesitzer, einen adligen Grundbesitzer geklagt hat, wo Friedrich selbst interveniert hat und das Urteil zugunsten des einfachen Mannes, also des Müllers, umgebogen hat. Also diese sogenannten Machtsprüche, die Intervention in einen Gerichtsentscheid durch den Monarchen, das dokumentiert er natürlich aber auch. Der Monarch, der steht halt eben, wie gesagt, über allem, ne? Er ist ja absolut, ne? Rex legibus solutus. Und kann also da auch das Recht in seinem Sinne beugen, wobei er tatsächlich, dass er immer so motiviert hat, er hat gesagt, die Richter, die trennen doch viel zu oft Recht von Gerechtigkeit. Und insofern sah er hier es wahrscheinlich auch in seiner Pflicht, einem gerechten Urteil ein bisschen auf die Sprünge zu helfen. Ne? Überhaupt zeichnet ihn auch so ein Misstrauen gegenüber den Juristen, insbesondere eben den Richtern aus. Woher sich das jetzt genau speist, das weiß ich tatsächlich nicht so genau. Diese Machtsprüche bleiben aber trotzdem, insbesondere in späterer Zeit, selten und sorgen tatsächlich dafür, dass sich die Rechtsstaatlichkeit in Preußen doch ein bisschen weiter verselbstständigen kann, was sicherlich gut ist auf dem Weg hin zu einer unabhängigen Justiz, ne? Also das mag sicherlich noch eine positive Entwicklung sein, die von diesem Signal vielleicht ursprünglich mal der monarchischen Machtsprüche eben abhängen. Ja. Vielleicht sagen wir mal im nächsten Part noch ein bisschen was zu seinen Baumaßnahmen. Das ist auch ganz interessant. Und an der Stelle lassen wir es erstmal gut sein. Ich wünsche euch. Ach nee, Moment, stopp. Eine Sache machen wir vielleicht noch gerade. Aus aktuellem Anlass. Und zwar bin ich da. Das ist jetzt noch mal so ein bisschen. Das ist jetzt mal so ein bisschen außerhalb der Reihe. Aber ich bin da echt auf einen interessanten Aspekt gestoßen. Der eine oder andere von euch kennt das vielleicht sogar schon oder hat davon schon mal was gehört. Es geht um Ungleichbehandlung von armen Menschen vor Gericht. Das ist nämlich ja tatsächlich was, da bin ich so drauf gekommen, als ich das mit dem Friedrich gelesen habe, ne? Der sich ja hier eben auch für die ärmeren Teile, wobei ein Müller war jetzt auch nicht unbedingt ein armer Mann, ne? Weil wer eine Mühle betreibt, der hat ja immerhin schon mal ein eigenes Gewerbe gehabt, dem muss es nicht unbedingt schlecht gegangen sein. Aber gut, ne? Also Friedrich soll sicher hier in dieser Auseinandersetzung, ich schaue nochmal ganz kurz nach, welcher Fall das war. Haben wir das hier noch aufgeschrieben? Müller-Arnold-Prozess 1779, ne? Da soll er sich ja nämlich bewusst in dieses Urteil eingemischt haben, mit der Begründung, dass eben auch der kleine Mann zu seinem Recht kommen soll. Ne? Also auch der arme Teil der Gesellschaft soll zu seinem Recht kommen. Und ich bin da auf einen Fall gestoßen oder so eine hypothetische Erwägung. Na, die Fälle gibt es wirklich, aber die sind eher selten. Aber wo arme Menschen in Deutschland vor Gericht wirklich anders behandelt werden oder ungleich behandelt werden, sodass man, naja, Zweiklassenjustiz, ich will das Wort jetzt nicht so unbedingt damit in Verbindung bringen, aber wo es doch auf jeden Fall ein krasses Missverhältnis gibt, wo man mal was tun könnte. Und zwar, wir denken uns folgenden Fall. Sagen wir mal, jemand, der in einer Privatinsolvenz ist, der wird zu einer Strafe von 30 Tagessätzen a 20 Euro verurteilt und kann das aber nicht bezahlen, weil der privatinsolvent ist. Weil wer privatinsolvent ist, der darf ja nur einen geringen Teil von seinem Einkommen behalten. Das wird aber bei solchen Strafen nicht berücksichtigt. Ne? Und weil er das nicht zahlen kann, wird diese Strafe dann in eine Ersatzhaft, also eine Freiheitsstrafe, umgewandelt. Und so müsste dann jemand zum Beispiel, der zu einer Geldstrafe von 600 € verurteilt wurde, halt für einen Monat ins Gefängnis. Was irgendwie total krass ist, weil das ist ja überhaupt nicht das Ziel von solchen Geldstrafen, ne? Geldstrafen sind ja auch so ein bisschen, soll ja irgendwie auch eine Form der Entschädigung sein oder sowas, ja? Also beziehungsweise bei einer solchen Urteilsverkündung, ja, der Angeklagte wird zu einer Geldstrafe von 30 Tagessätzen a 20 € verurteilt oder sowas, da verändert man ja gewissermaßen schon was an einem Urteil, ne? Wenn jemand das nicht zahlen kann. Das ist echt ein krasser Fall, finde ich, ne? Also jemand, der keine Möglichkeiten hat, so eine Geldstrafe zu bezahlen, warum auch immer. Und wir reden jetzt auch nicht irgendwie hier von Schwerkriminellen oder sowas, sondern
Es gibt tatsächlich Menschen in Deutschland, die sitzen im Gefängnis, weil die schwarz gefahren sind. Also weil halt eben natürlich dann gegen die ein Bußgeld verhängt wird und so weiter und so fort. Und das können die nicht bezahlen. Und sagen wir mal, weil die halt, keine Ahnung, weil die halt kein Einkommen haben oder weil die privatinsolvent sind oder was auch immer. Die können das nicht bezahlen oder müssten halt erstmal ewig lange sich das vom Mund absparen, um das bezahlen zu können und wandern dann aber ins Gefängnis aufgrund einer Geldstrafe. Das ist schon echt merkwürdig. Insofern finde ich, ne, ist es tatsächlich ganz wichtig, dass man, also der alte Fritz, der wollte da halt eben damals so ein Zeichen setzen, dass man die Menschen vor Gericht nicht ungleich behandeln darf und hat dann deswegen in seinem Fall bei diesem Müller-Arnold-Prozess selbst eingegriffen und einen Machtspruch durchgesetzt. Ne? Aber solche Fälle sind auch immer noch heutzutage akut. Also ihr könnt das ja mal googeln, ersatzhaft und oder Ersatzfreiheitsstrafe und Privatinsolvenz oder sowas. Also da gibt es wirklich Leute, ich kenne jetzt aber keine genauen Zahlen. Ich habe mal nur gehört, dass sollen angeblich mehr als 1000 Leute sein. Also, ich will jetzt keine übertriebenen Zahlen nennen, deswegen sage ich da mal bewusst so ein bisschen was Zurückhaltendes. In diesem Artikel, den ich da gelesen habe, war von tausenden Menschen in Deutschland die Rede, die so eine Ersatzfreiheitsstrafe abbüßen. Also sagen wir mal, vielleicht sind es 1000, ich weiß es nicht genau. So genaue Zahlen dazu kenne ich tatsächlich nicht. Aber ich glaube, so diese Brisanz des Falles wird insofern ja deutlich, weil jemand, der halt das Geld hat, um dieses Ordnungsgeld oder dieses Ordnungsgeld zu bezahlen oder Bußgeld, nee, ist kein Ordnungsgeld, dieses Bußgeld zu bezahlen oder die Geldstrafe zu bezahlen, der muss keine Freiheitsstrafe bekommen. Aber jemand, der das nicht bezahlen kann, weil er zum Beispiel Privatinsolvent ist, der muss dann dafür ins Gefängnis gehen. Das fand ich echt mega merkwürdig. Von dem Fall wollte ich euch nur mal erzählt haben. Ansonsten, ja, eure Meinung interessiert mich natürlich immer, ne? Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Part. In diesem Sinne, Pax Vobiscum und Valete.